Selbst 20 Jahre nach dem 11. September dürfen Zweifel an dem offiziellen Märchen von Osama und den 19 Teppichmessern als Alleintäter nicht geäußert werden. Selbst fiktive Krimi-Hörspiele, die eine andere Geschichte erzählen, werden über Nacht aus dem Programm gestrichen. Wahrscheinlich, weil man daraus mehr erfahren kann, als aus den jetzt freigegebenen FBI-Dokumenten zu 9/11. Was also sollen wir nicht erfahren? Über all das und mehr reden wir jetzt im dritten Jahrtausend. Herzlich willkommen zurück im dritten Jahrtausend. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid in diesen verrückten Zeiten, in denen uns die Themen einfach nicht ausgehen. Und ich bin froh, dass ich auch diesmal meine beiden Co-Moderatoren für die Sendung gewinnen konnte. Zunächst einmal Dirk Pohlmann aus dem 100. Stock. Ich hoffe, dass hier keine Sportflugzeuge oder sonstiges rumfliegen. Also das ist, ich bin auch bereit, jederzeit abzuschwören und jede offizielle Version zu übernehmen, damit ich das hier mal klar gesagt habe. Damit, vielleicht ist ja wieder irgendwo eine Beschäftigung drin, zum Beispiel bei der städtischen Müllabfuhr oder so. Und der meistgesuchte Journalist der Welt, Matthias Bröckers, live aus einem Erdloch in Kabul. Ja, ich bin jetzt bei meinen Recherchen zum Afghanistan-Debakel, was ja kein Debakel ist. Es geht ja nicht darum, Kriege zu gewinnen, sondern Kriege zu führen, also den Geldfluss zu vermehren. Ansonsten geht es mir aber gut. Und wir haben ja heute, denke ich, auch wieder eine spannende Sendung auf Lager. Ja, vor allem wir haben es ja richtig spannend gemacht in der letzten Sendung und haben dein Krimi-Hörspiel im WDR 1 Live-Radio angekündigt und hatten auch den Link dazu auf unserer Webseite mit hingesetzt. Und ich habe mir die Webseite auch extra noch abgespeichert. Hier ist sie, also das ist der Beweis. Ja, das war die Webseite, wo dieses Hörspiel angekündigt worden ist. Es handelt sich um ein Krimi-Hörspiel, das von dir und von Sven Böttcher zusammen unter dem Pseudonym John S. Cooper veröffentlicht worden ist als Buch und was dann als Hörspiel umgesetzt wurde. Und wenn man aber jetzt inzwischen auf die Website geht, dann findet man nur das hier. Liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, der ausgewählte Inhalt ist nicht mehr online. Auf dieser Seite bieten wir ähnliche Inhalte an. Und dann habe ich mal reingehört in dieses komische Hörspiel hier mit diesem Superman und ich war total enttäuscht. Es war unter aller, ja, also was ist denn da passiert, Matthias? Ja, das war an dem Abend, ja, am Vorabend, am 1. September, habe ich diese Website beim WDR eben gedacht, morgen läuft das Hörspiel, schreib das nochmal auf deinen Blog, hab das auch in den Blog gepackt, wir haben es in unsere Linkliste gepackt zur Sendung. Und das war abends um 10 oder um 10:30. Und am nächsten Morgen, als ich meine E-Mails checke, sind da schon, das Link funktioniert nicht. Ja, hatten sich schon Leser irgendwie über Nacht, wollten da mal gucken, hat nicht funktioniert. Ja, um 9.34 Uhr kam dann eine Mail an. Lieber Herr Böttcher, lieber Herr Brückers, leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Redaktion sich entschieden hat, das fünfte Flugzeug aus dem Programm zu nehmen. Also das fünfte Flugzeug als Hörspiel, zweimal eine Stunde, ist vor 10 Jahren gelaufen. Andreas von Westphalen, sehr guter Kollege und Freund, hat das damals dramaturgisch umgesetzt und produziert für den WDR. War auch sehr erfolgreich vor 10 Jahren. Und wir haben uns natürlich gefreut, als so vor 2 Monaten die Anfrage kam, ja, die Autorenrechte, das Buch ist ja unter dem Pseudonym Cooper bei Kiepenheuer damals erschienen, die waren wieder auf uns zurückgefallen. Und deshalb wurde angefragt, ob da nochmal Wiederholung, ja, na klar, wir freuen uns und so. Dann war das angekündigt, ich sagte prima und zack, über Nacht war es weg. Ja, und dass die Redaktion das entschieden hat, glaube ich eher nicht. Ja, die Redaktion hat sich ja dafür entschieden, das einfach nochmal zu wiederholen. Ich denke,
dass da andere Instanzen als jetzt diese Thriller-Hörspiel-Redaktion WDR Live in der Kultur dafür verantwortlich war, sondern ja, ein paar Stockwerke höher. Und da hat man offenbar festgestellt, angekündigt war das ja nach einem Roman von John S. Cooper, irgendwie ein unverfänglicher Autoname sozusagen, dass dahinter eben Bröckers und Böttcher stecken. Und da sagt er, nee, also das ist ja gar nicht von einem Amerikaner, sondern von diesen beiden schlimmen, oder wie hat's Bush damals gesagt, frevelhaften Verschwörungstheoretikern. Also und so vermute ich, das ist eine Vermutung. Wir haben keine, ja, leider muss ich Ihnen mitteilen, also einfach weg. Aber ich muss mal fragen, also wie oft kommt das, also ich meine, ich früher beim MDR, da wusste ich die Sendepläne, für die da so, was da so gelaufen wird, das steht teilweise Monate vorher fest, was um welche Uhrzeit genau gesendet wird. Wenn die jetzt in allerletzter Sekunde mal eben noch so ein Ding rausziehen, aus dem Verkehr ziehen und in den Giftschrank packen, das machen die doch nicht einfach so. Das ist, bedeutet doch großen Aufwand für die auch. Na gut, hier. Das macht nicht die Redaktion. Das macht nicht die Redaktion jedenfalls. Ja, die hat das Ding ja, also, das nehme ich an, ja, dass der Redakteur, der das da vor 2-3 Monaten gesagt hat, hier, das nehmen wir rein, und das war schon auf der Schiene. Das Ding war ja produziert. Das hatte der WDR ja vor 10 Jahren schon gemacht, ja. Und auch schon mal gesendet, oder wie? Ist schon mal gesendet mit großem Erfolg, ja. Also vor 10 Jahren war das offenbar nicht so schlimm, sowas zu senden, ja. Das ist ja, man kann das Buch, ja, jetzt ist es wieder aufgelegt worden. Wir stellen auch das Link rein, genau. Und es gibt auch ein Hörbuch. Also das ist jetzt nicht die dramatisierte Fassung dieses Hörspiels, sondern das Hörbuch, was gelesen wird, aber auch sehr gut. Also für Nichtleser, die können auch ein Hörbuch sich runterladen oder kommen lassen. Ich dachte also, vor 10 Jahren gab es ja schon, als wir damals das Buch auch gemacht haben, 9/11, 10 Jahre danach, das Sachbuch, gab es schon Kritik, ja, und der Tillmann Jens hat damals in Titel Thesen Temperamente dieses Buch gelobt, und dann wurde sofort am nächsten 2 Tage später in der FAZ die Überwachungsinstanzen der ARD, wie kann man nur so eine Hymne auf Verschwörungstheoretiker zulassen? Da wurde schon also kräftig Gegenfeuer oder sagen wir mal so, leere Patronenhülsen aus der Jauchegrube wurden gefeuert. Aber das Hörspiel lief damals, ja, und jetzt auf einmal über Nacht, ja, obwohl es seit Wochen im Programm war. Und dann hat man da eine Konserve, das, was du da angeklickt hast, ich habe das gar nicht mir zugemutet, so Superman oder was war das, hat man da ja in Reserve dann eben schnell in 0, nichts reingestellt. Aber da musste jemand noch mal in der Nacht ran, weil ich hatte abends um 10 noch geschaut und morgens um 8 war es weg, ja. Ich würde mal annehmen, ich weiß nicht, also ich kann das sagen, wenn ich irgendwo auftauche, wird immer vorher angerufen und ge-emailt, wie das sein kann, dass man so jemand eine Plattform gibt, und da wir das angekündigt haben, das wäre eine interessante Frage, die du wahrscheinlich von der Redaktion in dem ARD-Anstalt nicht beantwortet bekommst, aber ich gehe davon aus, dass diese Art von Bearbeitung, also das heißt, wir kündigen es im dritten Jahrtausend an und jemand aus dem, wir werden ja auch immer von den entsprechenden Leuten beobachtet, die dann gleich am Anfang ihren Daumen runter, kommen ja mal regelmäßig gleich 13 oder 15, dass sowas passiert. Ja, also das, ja, heißt, wobei ich glaube, hier war es so, dass die Sendung erst am nächsten Tag online gegangen ist, also nachdem die das schon runtergenommen hatten. Wir konnten es nur dann nicht mehr ändern, weil abgedreht war. Und dann hätten wir sicherlich noch einiges anderes zu erzählen gehabt. Ja, aber es ist ja jetzt nicht so, Matthias, dass du komplett raus bist jetzt. Ich meine, du hast die Taz mitgegründet, du bist ein Urgestein des deutschen Journalismus, du warst beim öffentlich-rechtlichen Radio, bei welchem Sender eigentlich? Ich habe vor allen Dingen in Berlin, ja, beim SFB, später RBB, aber auch für viele andere ARD-Radios kommentiert, Kultur, Wissenschaft, Politik, ja, auch lange Sendungen gemacht, auch welche, die ausgezeichnet worden sind und so weiter. Und du wurdest auch kürzlich vom Deutschlandfunk angefragt.
einen Kommentar abzugeben. Also da habe ich mich dann wirklich, dachte, huch, also ein Kollege, den ich lange kenne, der jetzt auch schon lange beim Deutschlandfunk ist, schickte mir eine Mail, Matthias, willst du am 10.9. im Deutschlandradio Kultur den Morgenkommentar machen? Und ich habe gesagt, hast du dir das gut überlegt? Ja, weil, ja, aber wir machen die ganze Woche irgendwie 11. September und eine andere Perspektive oder Meinung, das muss ja wohl drin sein. Und ich würde mir wünschen, dass du was schreibst über, wie du an dem Tag zum Verschwörungstheoretiker wurdest, weil du deine Zweifel da geäußert hast, ja, zu. Und ich habe dann nochmal, wir haben dann hin und her und haben nochmal telefoniert und so, habe gesagt, du, ich habe vor 20 Jahren im ARD-Radio aufgehört, weil ich eine Glosse über Mohammed Attas Koffer, das in dem Koffer von Atta, wir hatten ja in der letzten Sendung die Quizfrage, was da alles für Elefantenspuren drin waren am nächsten Tag, ja, die also die Spur sozusagen eindeutig, und darüber hatte ich gar keine Verschwörungstheorie, sondern einfach nur Leute, was sind denn das hier für merkwürdige Spuren, und da kommt man doch nicht mal im Tatort mit durch, wenn man die ins Drehbuch schreibt und so weiter. War vor 20 Jahren und die wollten mich das nicht nehmen, Matthias, das lass mal, du kannst jedes andere Thema machen, nur nicht das. Und da habe ich gesagt, nee Leute, ihr spinnt ja wohl, das muss doch möglich sein, hier eine lustige Glosse zu machen, dass diese ganzen Spuren lächerlich sind und nicht ernst zu nehmen. Nein, und ich habe dann auch nichts mehr gemacht und dachte ich, okay, jetzt zum 20. nochmal Mohammed Attas Koffer auspacken, ja, für die Deutschlandradio-Zuhörer. Ja, dann habe ich eine wirklich kreuzbrave, solide Glosse, einen Kommentar gemacht und war letzte Woche dann auch im Rias, alten Rias Deutschlandfunkstudio jetzt in Schöneberg und habe den eingesprochen. An ein, zwei Stellen haben wir noch so ein bisschen geglättet und so und wunderbar. Und dann hieß es am Tag davor, rief er mich an, ja, die Senderegie, also das war jetzt seine Redaktion, die das gemacht hatte, jetzt hatte die Senderegie Einwände. Der Brückers, der ist doch ein Verschwörungstheoretiker und der schreibt hier über diesen Koffer oder redet hier über diesen Koffer. Da insinuiert er doch, dass die ganze Geschichte falsch ist. Also das darf man nicht insinuieren. Und dass der Koffer vom FBI gefunden worden ist und noch viele andere sehr merkwürdige Spuren, ja, und so weiter, inklusive Telefonnummer, das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Das ist Fakt. Naja, wie gesagt, an dem Kommentar wurde dann noch ein bisschen rumgefeilt. Und dann hieß es so, jetzt kann der laufen morgen früh. Das war nachmittags um 2. Und abends um 9:30 kriegt dann der Kollege einen Anruf nochmal aus der, ja, also das ist jetzt, und der Chef hat jetzt entschieden, also jetzt, wir müssen den rausnehmen. Dann mussten die den abends um 10 da noch mit irgendeinem Ersatzkommentar bestücken. Das ist ja auch alles digital heute, musste extra nochmal einer ins Studio und das über Nacht machen. Und da frage ich mich, Leute, was ist hier eigentlich los? Ja, niemand muss ja meine Meinung oder meine Thesen zu 9/11 teilen. Ja, aber ich habe 3 Bücher dazu geschrieben. Ich habe mich mit dem Thema wirklich beschäftigt. Ja, und das nicht nur mal 2 Monate oder 2 Jahre lang. Und die Sachen sind auch ja überall in die Welt übersetzt worden in viele Sprachen. Das nicht, weil sie so schlecht sind, sondern weil sie spannend und interessant sind und Fakten enthalten. Und das und die Zweifel, dass ich da, was ich immer wieder sage, jetzt auch in dem neuen Buch, ich weiß
weiß nicht, wer es war, und ich behaupte nicht, dass ich es aufklären kann. Ich kann nur zeigen, dass die offizielle Legende von vorn bis hinten falsch ist und dass es sich deswegen bei 9/11 offensichtlich um eine False-Flag-Operation handelt, wie man das heutzutage nennt. Also, was ist es, was uns vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht gezeigt werden soll? Wie ich zum Verschwörungstheoretiker wurde. Ein nicht gesendeter Kommentar von Matthias Bröckers. Als Verschwörungstheoretiker ist man heutzutage ja nicht mehr einsam. Die Zuschreibungen zu dieser Klasse, Gruppe oder Glaubensgemeinschaft haben ein so inflationäres Ausmaß angenommen, dass Skeptiker und Kritikerinnen von Regierungsverlautbarungen umgehend Gefahr laufen, diesem Lager zugeschlagen zu werden. Seinen Siegeszug im Zeichen der psychologischen Kriegsführung hat der Begriff Verschwörungstheorie vor 2 Jahrzehnten angetreten, als George W. Bush im Oktober 2001 vor der UN-Vollversammlung sagte: Wir müssen die Wahrheit über den Terror aussprechen. Lasst uns niemals frevelhafte Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit dem 11. September tolerieren. Boshafte Lügen, die die Schuld von den Terroristen ablenken, weg von den Schuldigen. Zu diesem Zeitpunkt war die Wahrheit über den Terror allerdings noch unbekannt. Nicht einmal die Identitäten der 19 Hijacker waren geklärt, geschweige denn die Frage, wie sie mit 2 Flugzeugen 3 Wolkenkratzer pulverisieren konnten. Die Bush-Regierung hatte bekanntlich die Einsetzung einer staatlichen Untersuchungskommission über 1 Jahr lang verweigert und stattdessen den War on Terror ausgerufen. Unter der Parole mit uns oder mit den Terroristen. Wer da noch Fragen stellte, war auf der Seite der Terroristen als boshafter Lügner und frevelhafter Verschwörungstheoretiker. Weil ich schon Monate vor dem 11. September 2001 damit angefangen hatte, ein Buch über Verschwörungen und Verschwörungstheorien zu schreiben, notierte ich mir am Morgen, dass diese oft benutzt werden, um komplexe Ereignisse auf eine einfache Ursache zu reduzieren. Und wunderte mich dann, dass, als die WTC-Türme noch nicht einmal eingestürzt waren, schon Osama bin Laden als Hauptverdächtiger genannt wurde und am nächsten Tag als Täter quasi feststand. Meine für extreme Komplexitätsreduktion sensibilisierte Optik schlug aber spätestens dann Alarm, als in dem hängen gebliebenen Koffer des angeblichen Rädelsführers Mohammed Atta ein Korangebetbuch sowie sein Testament gefunden wurde. Wie es der Zufall dann auch noch wollte, fand sich in einem Mietwagen seiner Kameraden ein Zettel mit der Handynummer von niemand anderem als Osama bin Laden. Mich beschlich das Gefühl, dass hier gerade ein hochkomplexes Ereignis auf einen simplen Sündenbock reduziert wurde. Ich wunderte mich, haben wir es nicht nur mit einem live übertragenen Verbrechen, sondern auch mit dem medialen Making-of einer Verschwörungstheorie zu tun? Nach George Bushs Diktum war zwar schon eine solche Frage frevelhaft. Ich aber kam mir vor wie ein Paläontologe, der historische Fußabdrücke von Dinosauriern untersucht und seinen Forschungsgegenstand plötzlich live in der freien Wildbahn erlebt. Dass die großen Medien von dieser Beobachtung nichts wissen wollten, schaffte für mich die Ungereimtheiten und Widersprüche der offiziellen Version dieses Terroranschlags nicht aus der Welt. Und diese Fragezeichen verschwanden auch nicht nach dem 2004 vorgelegten 9/11-Report der offiziellen Untersuchungskommission, dessen Kronzeuge Khaled Sheikh Mohammed in Guantanamo für seine Aussagen 182 Mal dem Waterboarding unterzogen. Kein Gericht der Welt hätte solche Foltergeständnisse als Beweis akzeptieren können. Doch vor einem ordentlichen Gericht mit einem rechtsstaatlichen Verfahren wurde diese Anklage bis heute nie verhandelt. Das Urteil war ja auch ohnehin längst gesprochen und lautete War on Terror, Krieg gegen Afghanistan. Es war eher ein Zufall, dass meine für Verschwörungstheorien sensibilisierte Perspektive an diesem 11. September 2001 schnell meine Zweifel an der offiziellen Darstellung geweckt hat. In der Folge machten meine weiteren Recherchen dann zahlreiche Widersprüche und Ungereimtheiten an der offiziellen Version von 9/11 deutlich –
das Herausarbeiten der vielen Merkwürdigkeiten hat mir zwar das schwer ablösbare Etikett Verschwörungstheoretiker eingebracht, wie jedoch in meinen drei Büchern zu 9/11 leicht nachprüfbar ist, habe ich zwar die Lücken und Lügen der offiziellen Legende dargelegt, selbst aber nie eine Theorie über die Hintermänner, geschweige denn eine Verschwörungstheorie, aufgestellt. Denn die Wahrheit über den 11. September kenne ich nicht. Und kein Journalist, kein Historiker kann sie ermitteln. Das kann nur ein ordentliches Gericht, das Zeugen vorladen und die Freigabe von geheim gehaltenen Dokumenten erzwingen kann. Deshalb kann es zum 20. Jahrestag nur eine Forderung geben. Die Neuuntersuchung des Verbrechens. Reinvestigate 9/11. Das war ein Kommentar von Matthias Bröckers. Wie immer hier der Hinweis, die Kommentare geben nicht die Meinungen der Redaktion wieder. Aber meine. Ist ja unglaublich, was hier passiert. Unglaublich, muss ich wirklich sagen. Unglaublich übrigens auch, wie wir wieder für unsere letzte Sendung unterstützt worden sind. An der Stelle möchte ich das kurz mal zur Sprache bringen. Wir haben 300 Euro bekommen von Kai. Er sagt vielen Dank und weiter so. 150 Euro von Dr. Heike. Sie sagt vielen Dank für eure Arbeit. Vielen Dank. Peter schickt uns 100 Euro und René schickt uns auch 100 Euro. Vielen Dank. Johann schickt 50 Euro, sagt, ihr seid so sexy. Das habe ich ja schon 40 Jahre nicht mehr gehört. Ja. Heiko schickt 50 Euro, Agnes schickt 50 Euro, Karl schickt auch 50 Euro, wünscht alles Gute den drei Reitern. Jobst, da sind wir wieder bei dem Sexy, ja. Jobst schickt 40 Euro, top Arbeit, sagt er. Marianne auch 40 Euro, 35,70 Euro haben wir von Andreas bekommen und von Linda 33,33 Euro. Sie sagt, ihr seid Pioniere der neuen Zeit. Mike schickt 30 Euro, sagt bitte weiter so, danke für eure Arbeit. Christine schickt auch 30 Euro, sagt vielen Dank für eure sehr gute Recherche und euren unermüdlichen Einsatz gegen das Vergessen von Julian. Bitte gebt nicht auf. Nein, geben wir nicht auf. Haben wir diese Sendung auch wieder mit drin. Roberto schickt 30 Euro, Julia auch 30 Euro, sagt lieber mit der Wahrheit sterben als mit der Lüge weiter leben. Aufrichtiges Dankeschön. Danke auch von uns, Julia. Anton und Felix schicken jeweils 25 Euro, genau wie Günther. Claudius schickt 20 Euro, Ulrich und Ingolf auch. Oliver schickt auch 20 Euro, sagt weiter so, ihr macht das top. Andreas und Artem schicken auch 20 Euro. Joachim schickt 20 Euro, sagt Schenkung von Jojo. Dankeschön, er hat einen neuen Dauerauftrag eingerichtet. An der Stelle übrigens noch der Hinweis. Also das ist die beste Art und Weise, wie ihr uns unterstützen könnt, einen Dauerauftrag per Banküberweisung einzurichten. Aus ganz bestimmten Gründen, die ihr bestimmt wisst. Selbst wenn es nur mini-kleine Beträge sind, aber wenn es viele davon sind, hilft uns das enorm weiter. Vielen Dank also für alle, die uns einen Dauerauftrag eingerichtet haben und uns monatlich oder wie auch immer zweimonatlich, kann man sich ja aussuchen, unterstützen. Also all den fabelhaften Unterstützern, die hier gerade unten am Bildschirmrand durchlaufen. Vielen Dank dafür. 20 Euro haben wir auch von Hannes bekommen und von Horst. Er sagt, mein Lieblingsjournalistentrio. Vielen Dank. Slim und Donia haben danke für die tolle Arbeit geschrieben und schicken 20 Euro. Vlado schickt auch 20 Euro. Oliver schickt 18,36 Euro und sagt, warum wisst ihr nicht, wie hoch die GEZ-Zwangsabgabe ist? Zahlt ihr etwa nicht? Oder geht alles an die Billag? So, liebe Kollegen, ich sage es ganz offen, ich zahle keine GEZ-Gebühr. So, Edith schickt auch 18,23 Euro, also 20 Schweizer Franken. Rouvan schickt 15 Euro, sagt danke für eure wichtige Arbeit. Axel schickt 10 Euro, Kerstin 10 Euro, Ingrid 10 Euro, Heike 10 Euro, Matthias auch 10 Euro. Frank hat einen neuen Dauerauftrag über 10 Euro eingerichtet, vielen Dank. Annegret schickt 8 Euro, danke für eure tolle Arbeit, sagt sie. Und dann haben wir auch noch Geld bekommen von Deborah, von Birgit, von Antje, von Anatoli, Benjamin, Doris, Katrin, Johann, Felix und Maria, Annika, Danny, Stefan, Christian und Silke, Melanie, Nikolai, Niklas und dann haben wir noch ganz viele Daueraufträge. Wie gesagt, das ist die Unterstützung für die letzte Sendung und vielen, vielen herzlichen Dank euch allen. Ohne euch gäbe es diese Sendung nicht und das hilft uns enorm weiter. Auch moralisch ist uns das ein großer Ansporn, weiterzumachen, denn wir haben das Gefühl, dass es viele Leute da draußen interessiert, was wir hier zu berichten haben. Und wenn auch ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun unter der eingeblendeten Bank PayPal-Verbindung paypal.me/3000 oder noch viel besser, um sich eben völlig
völlig unabhängig zu halten von großen Unternehmen per Banküberweisung oder Dauerauftrag. Und die Bankverbindung dazu findet ihr im Beschreibungstext unter diesem Video. Also vielen Dank euch allen dafür. Und damit gehen wir weiter in unserem Programm. Denn ich dachte mir jetzt, wir hatten uns vorgenommen, über den 11. September zu reden und was es da alles für Widersprüche gibt und so weiter und so fort. Aber ich habe heute keine Lust. Ich dachte irgendwie, wir kürzen das einfach mal ab und lesen, was in der Tagesschau steht. Und da steht nämlich, dass da alles überhaupt gar nichts dran ist. Das ist alles Quatsch und wir brauchen da gar keine Zeit damit zu verschwenden. Sprengung, Aliens, Geheimdienste, um kaum ein anderes Ereignis ranken sich so viele Verschwörungslegenden wie um die Terroranschläge, heißt es hier. Und es gibt jede Menge Behauptungen und die Kernaussage ist hier, dass es immer wieder gesagt wird, zum Beispiel angefangen von der Idee, dass kein Flugzeug aufs Pentagon gestürzt ist, bis zur Theorie, dass das World Trade Center gar nicht angegriffen, sondern kontrolliert von innen gesprengt wurde. Das sind alles Behauptungen, für die es nach Ansicht von Wissenschaftlern keine Indizien gibt. Und trotzdem hält sich hartnäckig das Gerücht, die damalige Regierung sei irgendwie in die Anschläge verwickelt gewesen. Aber dadurch, dass wir das eben jetzt wissen vom Faktenfinder, brauchen wir auch gar keine Zeit mehr verschwenden, weder eure Zeit noch unsere Zeit. Und damit ist die Sendung vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ja, die Faktenfinder, ey, Mann. Also Matthias, Mann, hättest du doch mal den Faktenfinder gelesen. Du drei Bücher ja, hast du geschrieben, so viel Zeit, die du verschwendet hast, hättest du doch mal den Tagesschau ja. ARD Faktenfinder gelesen. Faktenfinder, also, ne, das gibt keine Wissenschaftler, nach Ansicht von Wissenschaftlern gibt es keine Indizien. Nach Ansicht von anderen Wissenschaftlern gibt es aber Indizien, sage ich jetzt mal. Ja, die werden schlicht und ergreifend ausgeblendet. Und ja, alles sind Gerüchte, Legenden, Ideologien. Nur das offizielle Narrativ, Osama und die 19 Teppichmesser, ja, als Alleintäter, das entspricht der Wahrheit und das ist wirklich, hat mich jetzt zum Jahrestag einmal mehr erstaunt. Wie eben schon gesagt, vor 10 Jahren war das ja schon ähnlich. Ja, damals habe ich ja auch ein Buch veröffentlicht. Aber dass das jetzt immer noch oder vielleicht sogar noch extremer, dass selbst also harmlose, fiktive Krimi-Hörspiele da schon in den Giftschrank gepackt werden müssen, weil da könnte ja jemand leise Zweifel, vorsichtige Skepsis an der offiziellen Geschichte gewinnen, wenn er sich diesen Krimi anhört. Ja. Vor 10 Jahren bist du aber noch eingeladen worden ins Fernsehen. Da haben wir uns im Warteraum vom MDR hier ab 4 kennengelernt. Das war der Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, wo du dann im Studio warst in meiner ehemaligen Sendung. Und da hatte ich der Moderator ganz offen und ziemlich offen dazu interviewt. Genau, zum Beispiel beim MDR, es gab Titel, Thesen, Temperamente, der Tillmann Jens, leider nicht mehr unter uns, guter Kollege, hat einen sehr guten Beitrag dafür das Kulturmagazin gemacht, in dem er sagt, ja, der Brückers hat doch gar keine Verschwörungstheorien, sondern er pflegt die gute journalistische Tugend des unbotmäßigen Zweifels, ja, also Zweifel an offiziellen Verlautbarungen. Und ohne selber irgendwie zu spekulieren, das war vor 10 Jahren öffentlich-rechtlich durchaus machbar. Aber ja, so ein wirklich doch kreuzbraver Kommentar, dass der nicht gesendet werden kann, ja, dass es sozusagen da eine rote Linie nach wie vor gezogen ist für ganz, ganz viele Journalisten, die wissen, dass wir über den Afghanistan-Krieg 20 Jahre belogen worden sind, das kann man mittlerweile auch öffentlich-rechtlich zumindest im Abendprogramm vielleicht mal äußern. Ich finde, ich wollte sagen, noch mal ganz kurz zurück zu diesem Faktenfinder. Ich finde, es ist eine sehr interessante Wortwahl, sehr interessant, wie das hier aufgebaut ist, was Sie hier schreiben. Sie schreiben hier oben, nennen Sie 3 Verschwörungstheorien. Erstens, die Idee, dass kein Flugzeug aufs Pentagon gestürzt ist. Zweitens, die Theorie, dass das World Trade Center
Zwei, sagen Sie. Dass die Theorie, dass das World Trade Center eigentlich nicht angegriffen, sondern kontrolliert von innen gesprengt wurde. Und ja, das ist interessant, weil da haben Sie nur zwei rausgepickt und jetzt sagen Sie hier unten Behauptungen, für die es nach Ansicht von Wissenschaftlern keine Behauptungen gibt. Aber es gibt ja darüber hinaus noch viele, viele andere Sachen, über die man da reden muss in Bezug auf den 11. September und diese ganzen Merkwürdigkeiten, von denen leider hier beim Faktenfinder nichts weiter zu sehen ist. Und eine Sache, die ja jetzt ans Licht gekommen ist, sind neue Dokumente vom FBI. Und da musst du doch elektrisiert im Sessel gesessen haben. Oder ich frage dich erstmal zuerst, Dirk. Ich weiß, dich beschäftigt das Thema ja auch von Anfang an. Was hast du denn zuerst gedacht, als du diese Dokumente gelesen hast? Naja, nichts. Sozusagen, ich habe gedacht, ich betrachte das so, warum ist Saudi-Arabien sozusagen in der Möglichkeit, dass man kritisch dem gegenübersteht? Ich möchte aber auch nochmal sagen, was der Matthias beschrieben hat, ist ja, dass unser Meinungskorridor, der mal früher vielleicht so war, ist in 10 Jahren danach noch enger geworden. Und es reicht mittlerweile, dass man diese Monstranz mit dem Begriff Verschwörungstheorie durch diesen Meinungskorridor durchträgt und der dann komplett durchgeklort worden ist und gekerchert, dass man überhaupt nichts mehr dazu sagen kann. Und dass es reicht, wenn man erwähnt wird als jemand, der in diesem Zusammenhang Äußerungen macht, dass man also sozusagen unter Cancel Culture unterliegt und zwar so gut wie überall. Nicht nur innerhalb der Öffentlich-Rechtlichen. Wir hatten ja in Free21 hatten wir vor 2 Ausgaben, glaube ich, die Ausgabe Zensur gemacht mit dem Stück von dem Kollegen, jetzt komme ich nicht auf den Namen, hilf mir, Matthias, also dem Albrecht Metzger. Albrecht Metzger, ja. Albrecht Metzger, der auch ein Islamwissenschaftler, der eigene Erfahrung verarbeitet hat in diesem Stück, als er in Syrien war und gesehen hat, wie das abläuft mit den Geheimdiensten. Ein Klassenkamerad von ihm, der auf der anderen Seite bei den Geheimdiensten gearbeitet hat, mit dem er noch Kontakt hatte. Also wir haben sozusagen verschiedene Richtungen eingeschlagen bei diesem Thema. Das sind ja alles Beispiele. Ja, Beispiele dafür, das ist auch kurz vorher, ist es aus dem Programm genommen worden. Wir haben es dann abgedruckt, damit man sehen kann, warum es ab... oder sozusagen, es wurde auch mit Qualitätsmängeln wurde argumentiert. Und das ist einfach, dass abweichende Meinungen sind nicht möglich und abweichende Informationen. Es geht ja gar nicht um Meinung, sondern in dem Fall ging es tatsächlich um Informationen, um Einschätzung von Leuten. Es war auch Christian Ströbele, war zum Fall Anis Amri, bei dem Albrecht Metzger eine ganze Menge wusste, ist er da drin. Und das geht durchgehend so. Und was kommt, sind solche, was du jetzt eben gesagt hast, diese Dokumente, die jetzt veröffentlicht wurden, die also zum Jahrestag, soll ich das nennen, Vogelfutter, was ausgestreut wird, was in Wirklichkeit herzlich wenig bedeutet. Und es gibt Leute, die darüber vor 10 Jahren schon viel mehr gewusst haben und damit übergebe ich an Matthias Bröckers. Ja, ja, wie gesagt, ich konnte dieses Dokument und diese Veröffentlichung, die jetzt und die Artikel, die darüber erschienen sind, dann nur auch mit neueren Methoden der GAN-Technologie, weil wer in unseren Büchern nachschaut, kann ganz schnell viel mehr erfahren als jetzt in diesen Dokumenten. Also es geht darum, vielleicht für die Jüngeren unter uns nochmal kurz rekurrieren, von den 19 angeblichen Hijackern, die diese 4 Flugzeuge entführt haben sollen, kamen 15 aus Saudi-Arabien. Und 2 von ihnen haben sind nach Los Angeles eingereist im Jahr 2000 und haben dann in San Diego gelebt. Und das sind die beiden Kollegen Khaled Al-Mitar und Al-Hasmi, die dort angekommen sind. Und wir haben schon 2003 das beschrieben, unter dem großen Stichwort die schützende Hand. Was sind es eigentlich für merkwürdige Terroristen, in Anführungsstrichen, die da ankommen in Kalifornien?
die kein Wort Englisch sprechen, die auch noch nicht mal die Straßenschilder lesen können oder sich irgendwie orientieren. Was sind das für Typen? Ja, die stehen dann, nachdem sie ihre Wohnung bezogen haben, im Telefonbuch von San Diego. Die haben eine Dauerkarte für die SeaWorld oder den Zoo und also leben keineswegs undercover. Und was jetzt in diesem Dokument drinsteht, ist eigentlich auch schon alles länger bekannt. Das ist immer noch stark geschwärzt, wie man hier sieht und redigiert, ist, dass diese beiden von einem saudischen Agenten, wie wir es schon 2003 schreiben, Omar al-Bayoumi, dort in Empfang genommen werden. Der besorgt ihnen die Wohnung, der zahlt auch die Kaution für ihre Miete, weil sie noch kein Bankkonto haben. Wie gesagt, die können keinen Ton Englisch, die Burschen. Und er ist sozusagen das Kindermädchen, der taktet sie da unten ein. Dieser Bayoumi wird auch nachdem die beiden dann angeblich die Tat begangen haben am 11. September, Khaled Al-Mitar, der angebliche laut Spiegel Cheflogistiker der ganzen Veranstaltung, dann wird dieser Bayoumi kurz verhört und reist dann aus. Es steht im 9/11-Report 2004, es ist unwahrscheinlich, dass dieser Bayoumi Kontakt zu extremistischen Gruppen unterhält, Klammer zu, mehr darüber nicht. Schon der 2004, der Report hat ja 28 Seiten, die wurden rausgenommen, wo die ganze Saudi-Connection, also wie gesagt 15 der 19 Täter Saudis, rausgenommen war, wurde schon 2006, 2007 Teile davon veröffentlicht und jetzt eben wieder so ein Bruchstück, in dem überhaupt nichts Neues drinsteht. Wir wissen, dass dieser Bayoumi ein Agent war. Ja, der war da als Student, hatte ein Studentenvisum, war aber nie an der Universität, kriegt von irgendeiner Firma da $4,000 im Monat an Honorar oder Geld, für die er aber nie arbeitet. Kümmert sich sehr um die Moscheen da, hat auch 400.000 gespendet für irgendeine Moschee in so einem anderen Ort in Kalifornien, ist also da aktiv, ist verheiratet, hat Kinder, lebt da seit Mitte der 90er schon. Und der nimmt diese beiden späteren Hijacker an die Hand und wird dann, wie gesagt, verschwindet dann nach 9/11. Und jetzt werden wieder weitere Geschichten über Al-Bayoumi, die man, wie gesagt, in meinen Büchern schon 2003 und 2011 nachlesen kann, jetzt anhand von FBI-Dokumenten nochmal erzählt eigentlich. Ja, da steht für mich absolut nichts Neues drin. Und da, wo es wirklich interessant wird, sagt dieser FBI-Report auch nichts. Ja, weil der entscheidende Punkt ist, dass die beiden Typen, Hazmi und Al-Mitar, seit 1998 auf der Terror-Watchlist der CIA stehen, dass sie dennoch Einreisevisa kriegen, dass sie nach Malaysia zu einem Treffen mit anderen Leuten aus der Bin Laden-Gruppe ausreisen, wieder einreisen, das alles ist der CIA bekannt. Das wissen sie aber dem FBI in San Diego, dass dort auch eine Terrorabteilung hat, ja, wird das nicht gemeldet, dass diese beiden, dass das bekannte Islamisten sind, die jetzt da offiziell im Telefonbuch stehen von San Diego und dort leben. Ja. Also die schützende Hand der CIA war über dem Ganzen immer drüber. Und deshalb habe ich schon vor 10 Jahren, noch früher, als die ersten Dokumente und Sachen über die Saudi-Connection kamen, gesagt und geschrieben, ja Leute,
das ist hier eine Büchse der Pandora, die kann gar nicht aufgemacht werden, weil dann klar wird, dass dieser saudische Agent da nicht inkognito ist, dass diese ganze Operation nicht von irgendeinem fremden Geheimdienst inszeniert und initiiert ist, sondern dass über dem Ganzen die schützende Hand der CIA steht. Und dieses Fass wollen wir doch bitte nicht aufmachen. Ja, deshalb jetzt die Saudis und mit diesem neuen Dokument, ja, das jetzt zeigen soll, ja, die Saudis hatten doch irgendwie die Finger drin, ja, dass ja, wir haben wieder den schönen Fall, die Verschwörungstheorie von gestern, und meine Sachen wurden ja immer als Verschwörungstheorie bezeichnet, obwohl sie gar keine sind, obwohl sie nur aufzeigen, was jetzt dann anhand von so einem FBI-Dokument wieder sich als Realität rausstellt. Diese Hijacker waren keine autonomen Terroristen, die sich ins Land geschlichen haben, sondern die waren da an der Leine, an der kurzen und an der langen Leine von verschiedenen Geheimdiensten. Einer unter anderem der saudische Geheimdienst, der sie ja überhaupt schon ins Land gelassen hat. Das wie? Muss man ja auch. Ne? Also du willst sagen, dass dann mehrere Geheimdienste daran irgendwie darin verwickelt waren? Welche ja, denn noch? Es ist der saudische Geheimdienst, weil eben ja 15 Saudis, die da so betreut werden von einem Agenten, Mitar und Al-Hasmi in San Diego kriegen monatliche Schecks. Ja, auch, ne? Also es was? Gibt pakistanische ja. Geheimdienste auch auf jeden Fall. Ja, die anderen, ich komme gleich dazu, ja. Okay. Die kriegen Schecks von der Frau des saudischen Botschafters, Banda. Ja, Banda Bush wird er auch genannt, weil er ganz eng mit W befreundet ist. Und dessen Frau überweist sozusagen die Stipendien nicht an die Jungs direkt auf ihr Konto, sondern an die Frau von Bayoumi, die das dann weitergibt. Also, die werden gesponsert, ja. Und der saudische Geheimdienst steckt mit drin. Der pakistanische Geheimdienst, ISI, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft ja dann auch 2010, 2011 Osama erwischt wird dann unter Obama. Der ISI ist mit drin, sein damaliger Chef Amut sitzt am 11. September 2001 zum Frühstück mit Bob Graham, dem Chef des US-Geheimdienstausschusses. Ja, und die haben so ein informelles Frühstück, die beiden sozusagen, der nicht der Geheimdienstchef, sondern der Aufsichtschef der Geheimdienste beim Parlament, ja, der Geheimdienstausschuss, Bob Graham, und der Chef des pakistanischen ISI frühstücken da. Und dieser Mann muss dann still und heimlich, man kann das auch alles nachlesen, damals in meinen Sachen schon, nach ein paar Wochen tritt er zurück. Alles fragt sich, wieso tritt er jetzt zurück? Ja, es ist rausgekommen, dass einer seiner Agenten, Omar Said Sheikh, $100,000 an Mohammed Atta überwiesen hat. Oh, interessant. Der ISI sponsort Mohammed Atta, die saudische Botschaft sponsort diese beiden anderen, den Cheflogistiker da, ja, in San Diego. Und Mohammed Atta war einer der Piloten, ne, die das ins World Trade Center. Mohammed Atta war der sogenannte Rädelsführer, der angebliche Chef hier, Hamburger Zelle, der hat ja hier in Deutschland studiert, ja. Mhm. Und ja, wie gesagt, der saudische Geheimdienst steckt tief mit drin, der pakistanische steckt mit drin, und der Mossad und die Israelis auch, da kommen wir gleich noch kurz zu. Wichtig ist auch noch zu wissen, dass immer gesagt wird, ja, aber die Saudis jetzt und Bin Laden, der mag ja mal vor 30, 40 Jahren ein ja, CIA-Zögling gewesen sein, aber er hat sich ja jetzt dann gegen seinen Herren, gegen die USA gestellt und kämpft gegen sie und hat jetzt seine Kämpfer, die 19, nach Amerika geschickt, um dieses Symbol World Trade Center zu zerstören, dieser Bin Laden. Da muss man kurz zu sagen, diese 15
Burschen, die Saudis, ja, die da nach USA gekommen sind, die dann auch an eine Flugschule in Florida gekommen sind, um fliegen zu lernen. Die kamen alle über das Konsulat in Jeddah in Saudi-Arabien hinein. Da bekamen sie ihre Einreisevisa. Und diese Visa sind ja abgedruckt im 9-11-Report und dilettantisch hoch 4. Also niemand mit so einem Visum, wo steht Wohnort, Hotel, Aufenthaltsort, Kalifornien und sowas, so völlig allgemeine Angaben. Und ich will studieren, aber noch keine Immatrikulation oder irgendwas. Ja, da kriegst du kein Visum für die USA. Diese Typen kommen alle rein über dieses Konsulat, in dem zwei Jahre vorher der Michael Springman, ein Whistleblower, der dort für Visa-Angelegenheiten zuständig war, zurückgetreten ist, weil er gesagt hat, ich kann hier meinen Job nicht machen, weil die CIA setzt mir hier laufend Typen hin, denen ich ein Visum ausstellen muss, die never ever ins Land kommen dürften, weil sie eine islamistische oder terroristische Vorgeschichte haben. Das ist der Whistleblower. Und just über dieses Konsulat kommen diese Typen, lernen dann an einer merkwürdigen Flugschule, über die man auch sehr viel in meinen Büchern nachlesen kann, auf diesen kleinen Flugzeugen fliegen, können das so halbwegs dann, ja, und führen dann diese Anschläge aus. Also der saudische, der pakistanische Geheimdienst unter Obhut der CIA und unter der haben auch die Israelis operiert, ja. Wir haben ja die 5 tanzenden Israelis. Das sind die einzigen Täter oder Verdächtigen, die am 11.09.2001 in New York festgenommen wurden. Und jetzt mal, genau, jetzt erzähl mal was. Also es gibt ja hier so ein Foto, da sieht man allerdings nur 4 drauf. Einer hat wohl das Foto gemacht. Also woher stammt erstmal das Foto? Wer sind die Leute? Was meinst du mit tanzende Israelis? Was hat's mit der ganzen Geschichte auf sich? Also eine alte Dame, die gegenüber vom World Trade Center wohnt in Manhattan. Ja, auch in einem hohen Stockwerk, nicht so hoch wie die Türme. Und die schaut mit ihrem Nachbarn, auch ein alter Herr, die gucken da auf den noch brennenden WTC-Turm. Und dann schaut sie runter aus ihrem Fenster und da ist ein Parkdeck, so 2 Stockwerke tiefer. Und auf diesem Parkdeck steht ein Auto einer Umzugsfirma. Und eben 5 junge Männer, die so Selfies machen oder Videos aufnehmen und mit Victory-Zeichen vor dem brennenden WTC im Hintergrund stehen. Und diese alten Dame findet das merkwürdig. Also alles, die ganze Welt steht mit offenem Mund und ist geschockt von diesem Ereignis. Und da stehen da unten junge, arabisch aussehende Typen und feiern, ja. Und sie meldet das der Polizei und sagt, ja, das ist hier komisch, das sind, ja, die, und die Polizei nimmt das auch auf, auch die Autonummer und diesen Umzugswagen, und tatsächlich werden diese Kerle dann am Nachmittag festgenommen in New York und kommen in Gewahrsam. Als sie festgenommen werden von einem Polizisten vor der Brooklyn Bridge, glaube ich, kann man auch alles, wie gesagt, bei mir schon nachlesen. Und zum Aussteigen will der eine nicht aussteigen, sondern sagt, hier, wir sind auf eurer Seite. Nee, hier, weil die sehen halt ja arabisch-semitisch aus, ja, und haben eben diesen Umzugswagen, sind beim Feiern vor den brennenden Türmen erwischt worden. Wir sind auf eurer Seite hier, nee, alles in Ordnung. Die werden dann verhaftet, ihr Wagen wird untersucht, da finden die Hunde Sprengstoffspuren und sitzen etwa 4 Wochen in Gewahrsam und werden dann stillschweigend mehr oder weniger nach Israel abgeschoben. Und einer von denen sitzt dann wenig später, im November, glaube ich, in der Talkshow. Ne? Dirk, du hast es rausgesucht. Ja, ja. Die sitzen alle in der Talkshow. Ja, also das Frappierende ist, also diese sorgfältig, wo die Gesichter anonymisiert sind, auf diesen schlecht veröffentlichten, durch ein Freedom of Information Act herausgegebenen Fotos,
Diese fünf Leute sitzen dann hier in der Talkshow und der eine sagt, man hat uns sogar als Mossad-Agenten beschuldigt. Wir waren aber nur da, um den Vorgang zu dokumentieren. Dokumentieren, ja. Also das heißt, das ist erstaunlich. Es ist eben diese Kamera, die gefunden wurde, das ist noch erstaunlicher. Also wie Matthias gesagt hat, es wird $4,700 Bargeld in der Socke gefunden in dem Fahrzeug. Es sind Sprengstoffspuren, die Sprengstoffhunde anschlagen, als sie das haben. Und es sind die Fotos drauf, auf denen, also die tanzen Israelis sind sie genannt worden. In Wirklichkeit haben sie so High Five gemacht und wie Matthias gesagt hat, sozusagen auf in den FBI-Bericht steht, dass sie konstant sich gefreut haben. Also mit dem Hintergrund, mit den brennenden Türmen. Sie waren begeistert, dass dort das World Trade Center angegriffen wurde, wie sie später gesagt haben, weil damit klar war, dass die Amerikaner jetzt auch wissen, wie schlimm ein Angriff ist. Das Erstaunliche ist aber, dass diese Kamera, die einen Zeitstempel auf die Bilder produziert, es sind drei Fotos drauf mit einem Zeitstempel von einem Tag vorher, vom 10.9., wo sie bereits das World Trade Center fotografiert haben. Einer hält ein Feuerzeug hoch, also sozusagen wie auf so einem Konzert dabei. Und die Frage ist, das ist natürlich ein... Also warte mal ganz kurz. Also da habe ich das richtig verstanden. Die Polizei hat den Fotoapparat von denen konfisziert und auf dem Fotoapparat Bilder gefunden vom World Trade Center, die schon vom 10. September stammen. Laut dem Zeitstempel, richtig. Die haben gesagt, da hat es einen Fehler gegeben in der Kamera wohl, aber die Fotos, es gibt drei mit dem Zeitstempel 10.9., die anderen haben 11.9. Das ist erklärungsbedürftig. Diese alte Dame, von der Matthias gesagt hat, hat angerufen, daraufhin gab es eine Fahndung und die sind in dieser Fahndung von einem Polizisten, sie haben sogar angehalten, haben ihn was gefragt. Also das ist ja, gab keine Selfies, das ist vor der Zeit von Handys oder auch GPS. Die haben nach dem Weg gefragt. Der Polizist hat dann gesagt, er soll aussteigen und nach dem Bericht des Polizisten hat der Fahrer sich geweigert und fing an, in einer Tasche rumzufummeln. Sowas kann in den USA schnell tödlich enden, weil die ja nicht wissen, was da gemacht wird. Und dann sind die, nach Aussage der Israelis, sind sie sozusagen auf dem Boden mit Schusswaffen bedroht worden. Also die gingen ja davon aus, die Polizisten, es handelt sich um Araber. Und die Israelis sagten eben, ihr seid ja den Falschen, wir sind auf eurer Seite, wir haben beide die gleichen Feinde, das sind die Palästinenser, also in diesem Fall die Araber. Ja. Und das ist der Hintergrund, die werden dann untersucht, diese Jungs, und man stellt fest, die gehören alle zu einem Umzugsunternehmen. Und zwei von ihnen, und da gibt es jetzt unterschiedliche Berichte, auch neue unterschiedliche Berichte, zwei von ihnen haben im Ausland bereits für den Mossad gearbeitet. Der eine von ihnen, der hatte einen Diplomatenpass sogar und arbeitete für Jewish Agency, heißt das. Das ist jetzt wiederum so eine halbzivile, aber mit Staatsanbindung. Und diese Leute zum gleichen Zeitpunkt, was man auch weiß, sind gut 100, also über 100 bis 150 israelische Agenten in diesem ganzen Umfeld aktiv, weil sie sich für Leute von der Hamas und von anderen Organisationen interessieren. Also das heißt, jetzt gibt's nochmal diese Firma, für die sie arbeiten, ist eine Firma, die von zwei israelischen Staatsbürgern betrieben wird, ist ein Umzugsunternehmen. Und die beiden hauen dann kurz drauf ab nach Israel, nach diesen Ermittlungen vom FBI. Das FBI hat die Leute 4 Wochen in Verwahrung und Richard Armitage, hohes Tier in der US-Regierung, sorgt dafür mit Druck, dass sie freigelassen werden. Diese Dokumente, von denen wir jetzt reden, sind im Laufe der Zeit rausgekommen, auch diese Fotos. Aber die Fotos sind eben so, dass die Hintergründe, sieht man, sind weiß. Das heißt, es ist ja interessant, bei diesen Fotos ist es immer mit dem World Trade Center, also ist das zu sehen. Und die Qualität der Fotos ist so schlecht, dass man das nicht feststellen kann. Man geht nur von den Beschreibungen, von den FBI-Texten, weiß man eben, dass sie die ganze Zeit sich freudig erregt darüber gefreut haben, dass die beiden Türme dort... Aber wenn da ein digitaler Zeitstempel in den Fotos oder ein Zeitstempel in den Fotos war, soweit ich weiß, gab es das bei analogen Fotoapparaten nicht. Kann sein, dass es das doch gab, aber digitale Fotoapparate. Das ist ja nicht. Es gab zwar keine Handys, aber es gab digitale Fotoapparate. Weil die Frage ist ja jetzt, wie kam es überhaupt dazu, dass die Fotos schwarz-weiß geworden sind? Die sind doch nicht so fotografiert worden.
die sind so rausgegeben worden bei diesem Freedom of Information Act. Was das Originalmaterial ist, weiß ich nicht. Also ich weiß, dass 2000 habe ich mit einem amerikanischen Fotografen zusammengearbeitet. Der hatte bereits eine komplett digitale Kamera, war damals also nur eine sehr gute. Nicht so Consumer Electronics, sondern eine Profikamera. Das weiß ich nicht. Aber diese Zeitstempel sind eine Frage, die zu lösen ist. Es wurde behauptet, dass sie angefangen haben, als die Polizei kam, dass sie versucht haben, die Einstellung von der Kamera zu ändern. Wäre auch die Frage, warum. Aber das Irritierende ist eben diese unterschiedlichen Zeitstempel vom 10.9. und vom 11.9. auf den Fotos. Es könnte sein, dass die einfach einen Tag vorher schon mal da waren und weil das ist ein Platz, wo man, wo stellen wir uns hin, wenn wir das sehen wollen, sozusagen. Optimaler Aussichtsplatz. Das ist ungeklärt, ja. Behalte einen Gedanken, Matthias, das ist tatsächlich so, dieser Platz ist eben mit freier Sicht, das ist selten an dieser Stelle, mit freier Sicht auf die Skyline, also es ist erhöht, man ist erhöht. Man auf dem Parkdeck oben. Parkdeck, ja. Und kann eben auf die Silhouette von Manhattan gucken. Genau. Also das ist, wie gesagt, ein weiteres Beispiel, dass Geheimdienste Unterkante Oberlippe oder wie Oberkante Unterlippe mit in diesem Fall drin stecken. Ja, das sind nicht nur diese Burschen hier, ja, die das dokumentieren wollten, also sprich Vorauswissen hatten. Das sind auch die Saudis. Das ist auch der pakistanische ISI. Und wenn man sich jetzt fragt eben, und deshalb darf auch zum 20. Jahrestag nicht gerüttelt werden an dem Narrativ. Man sollte jetzt nicht kurz schließen und sagen, hier, Saudi-Arabien, jetzt sehen wir, die sind verantwortlich für Mossad, jetzt sehen wir, die Juden waren es, wir wussten es doch gleich, Pakistani, ISI und so weiter. Keine kurzen Schlüsse zu ziehen, sondern sich eher zu fragen, kann es wirklich sein, dass diese Dienste und ihre Agenten undercover in den USA derart operieren? Kann es wirklich sein, dass sie es hinkriegen, das bestgesicherte Gebäude der Welt, nämlich das Pentagon, dass sie das angreifen und dort gigantischen Schaden anrichten? Kann das alles sein? Hat sie jemand auch im Land betreut, diese verschiedenen Dienste, die ja alle im Übrigen, sowohl die Saudis als auch die Pakis, als auch die Israelis, eng mit der CIA kooperieren. Ja, von daher muss man eben warnen vor kurzen Schlüssen, das jetzt einem in die Schuhe zu schieben, aber klar machen, wenn verschiedene Dienste bewiesenermaßen, also nicht Gerüchte irgendwelche Spekulationen, sondern faktisch bewiesenermaßen dort so involviert waren, können wir denn davon ausgehen, dass das Ganze wirklich aus einer Höhle in Afghanistan von Herrn Bin Laden initiiert wurde? Und können wir davon ausgehen, dass diese 19 Hijacker, die kaum fliegen konnten, diese gigantischen und schweren Manöver in Höchstgeschwindigkeit mit einer Boeing ausgeführt haben? Ich glaube, das kann man nicht. Und eben deswegen vermute ich auch, wird aus dieser Saudi-Veröffentlichung jetzt über Al-Bayoumi und die Helfer da in San Diego eben auch nichts weiter rauskommen. Selbst wenn eine Familie oder Opferangehörigen jetzt klagen vor Gerichten und sagen, hier, die Saudis haben da mitgemischt, ja. Ich kann schlecht als Richter jemanden wegen Beihilfe
verurteilen, wenn ich den eigentlichen Täter da auch nicht offenbaren will. Ja, die Saudis haben nicht inkognito und geheim in den USA operiert. Nein, sie hatten einen großen Bruder. Es gibt dazu auch ein Buch, schon 2011, Disconnecting the Dots, und noch einige andere. Ich habe auch neuere Literatur in Mythos 9/11, also meinem letzten Buch, auch zitiert. Das kann man alles nachschauen. Also das, was jetzt veröffentlicht worden ist, hier jedenfalls vom FBI, enthält überhaupt nichts Neues. Ja. Ich will noch mal kurz, es gibt nämlich, weil ich sagte, das, was ich eben beschrieben habe, ist ein Artikel, den wir verlinken auch mit von Whitney Webb. Ein Großteil dieser Angaben, The Gray Zone, von denen ich auch sehr viel halte, haben einen Artikel veröffentlicht, in dem sie zur Schlussfolgerung kommen, dass diese Israelis, also sozusagen alle auf der einen Seite nicht schuldig sind dessen, in welche sozusagen da, also sozusagen als vorwissende Leute dort gearbeitet zu haben. Wie gesagt, irritierend ist, dass immer die Gesichter ausgeblockt werden, obwohl die selber im israelischen Fernsehen auftauchen. Das ist zu dem Zweck, um die Gesichtsausdrücke nicht sichtbar zu machen. Die große Freude, auch Benjamin Netanyahu sagte ja direkt hinterher, als er gefragt wurde, was er dazu zu sagen sagte, das ist sehr gut. Und dann im Moment sagt er, ja, okay, das bedeutet jetzt, dass die Amerikaner genau das gleiche Argument werden, jetzt mit enger mit uns zusammenarbeiten und werden verstehen, dass sie mit uns zusammenarbeiten, sozusagen noch weiter zusammenarbeiten müssen. Netanyahu hat ein Buch geschrieben, in dem er angekündigt hatte, dass wahrscheinlich das World Trade Center mit einer Nuklearwaffe in die Luft gesprengt werden würde von Terroristen. Also das ist sozusagen der Hintergrund davon. Und diese Israelis, es gibt viele Erklärungen dann, zum Beispiel einer hat zwei Pässe, einen deutschen und einen israelischen. Und der hat dann, die haben Flugtickets da drin, gesagt, sie wollten in Urlaub fahren, die Kameras gekauft worden, auch für den Urlaub, das Geld haben sie in der Socke, weil es vorher einen Einbruch gab und der hat das Geld immer in Bar dann mit sich rumgetragen. Das ist, und die Firma, für die sie gearbeitet haben, war ein Betrugsunternehmen, die so gearbeitet haben, die haben Umzüge gemacht und haben dann auf der einen Seite haben sie über russischsprachige Zeitungen Leute angeworben, die illegal, nicht versichert, sozusagen für Hungerlöhne gearbeitet haben. Und sie haben, wenn die Leute mit ihnen Umzüge gemacht haben, haben sie zum Beispiel Leute in das Auto reingemacht und haben das Gewicht abgerechnet mit allen den Mitarbeitern, die drin waren, haben leere Kartons transportiert, also im Nachhinein die Preise hochgebracht. Und es wurde gesagt, dass mehrere israelische Firmen sich auf diesen Bereich spezialisiert hatten und die haben alle so gearbeitet und die haben halt Angst gehabt, als die Untersuchung kam, dass sie hochgenommen werden wegen ihrer diversen betrügerischen Unternehmungen, die sie mit der Firma gemacht haben. Diese Leute sind aber beide, sind jetzt, leben in den USA, diese beiden Unternehmer, ein Paar, ein Mann und eine Frau, und haben dort auch wieder Anbindungen an Silicon Valley-Firmen und auch militärisch wichtige Firmen. Das ist also durchaus interessant. Aber wie gesagt, also in Gray Zone ist es so, kann man alles erklären, ist alles nicht so schlimm. Das ist der schwarze Humor der Israelis, die Freude angesichts des Terroranschlags, dass sie jetzt denken, endlich sind die, werden die Leute begreifen, wann sie, wie sie auf der richtigen Seite sein müssen. Und es ist alles sozusagen unappetitlich, aber es hat keinen Geheimdiensthintergrund. Aber es wird eben beispielsweise nicht aufgeklärt, diese Zeitstempel und auch die vorherigen Aktivitäten von diesen Leuten. Also das heißt, dass, warum hat einer einen Diplomatenpass? Warum hat einer vorher in zwei Ländern für den Mossad gearbeitet? Also die Sache ist eigentlich weiter eine Sache, die untersucht werden müsste. Was aber verhindert wird, indem solche Kommentare wie in der Tagesschau kommen, ist ja nicht so, dass jetzt jemand sagt, ach, gehen wir mal zu dem Herrn Bröckers, der hat ja vor 10 Jahren und vor 20 Jahren schon Sachen darüber geschrieben, die sich jetzt als wahr herausstellen, sondern es wird so, also das wird nicht berichtet, sondern es wird so getan, als wenn man verhindern müsste, dass Verschwörungstheorien verbreitet werden, während, wie Matthias gesagt hat, diese Verschwörungstheorien von ihm sich an dieser Stelle jetzt offiziell werden die bestätigt. Jetzt wird, kann man darüber lesen, dass es diese Dokumente von der FBI und diese Verbindung zu Saudis gibt. Hätte man in Bröckers Buch vor 10 Jahren gelesen oder das den ARD-Zuschauern gezeigt, wären wir heute schon weiter. Aber das wird systematisch verhindert, die Aufklärung, nicht und das mit solchen Überschriften wie Aliens, also immer die eine Technik von dieser Verschwörungstheorie, Argumentation ist ja immer absolut absurde Thesen in Verbindung zu bringen mit anderen, die sehr wohl relevant sind und daraus so eine Suppe zu machen, wo die eine These durch die andere vergiftet wird.
Ja, da werden sie sich auch bald was anderes einfallen lassen müssen für die Aliens. um die, aber gut, nebenbei erwähnt, ja. So, aber Matthias, du wolltest noch was sagen? Ah, wir hören dich gerade nicht. Du bist nicht zu hören. Vielleicht kannst du da noch mal deinen Ton checken. In der Zwischenzeit wollte ich dich noch mal fragen. Ah, da bist du wieder. Okay, ja. Erzähl mal. Ja, das, was Dirk sagte, ist natürlich völlig richtig. Es ist wirklich eine rote Linie irgendwie, dieser 11. September. Ja, Meinungskorridor wird immer, immer enger. Und dass man jetzt, was ich eben schon mal sagte, aus den bewiesenen Tätigkeiten verschiedener Geheimdienste. Es gab ja auch Dutzende Vorwarnungen an die US-Regierung. Die haben ja auch alle zitiert damals. Hallo, da ist was im Busch. Also das ist nicht geheim geblieben. Ja, da waren etliche Geheimdienste involviert mit Vorauswissen, ja, mit ziemlich genauen Informationen, was passiert. Und deshalb bedeutet das nicht, dass einer von denen allein jetzt der Täter ist, ja, sondern es bedeutet, dass dieser ganze Fall, verdammt nochmal, endlich ja, reinvestigated werden muss. Also es gab noch nie ein rechtsstaatliches Verfahren. Diese Osama-Geschichte beruht auf 182 Foltergeständnissen. Die werden dutzendfach zitiert in diesem 9/11-Report. Das hat mit einer realistischen und rechtsstaatlichen Ermittlung nichts zu tun. Ja, das ist eine Anklageschrift, die, wie gesagt, von keinem Gericht der Welt auf ihre Stichhaltigkeit überprüft wurde und die eine prosaische Erzählung, ja, böse Terroristen, ja, und Amerika wurde überrascht und im Schlaf. Und deshalb müssen wir jetzt A, Krieg gegen Terror führen, B, den Patriot Act mit, ich weiß nicht, 281 Seiten neues Gesetz aus der Schublade ziehen und einen Überwachungs- und Polizeistaat anfangen zu bauen. Wer damals den Patriot Act kritisiert hat und was da kommt, war auch ein übler Verschwörungstheoretiker. Das geschieht ja alles nur zum Schutz nicht der Gesundheit, das haben wir heute, sondern vor Terrorismus. Ja, aber wir müssen kontrollieren und wir müssen das überwachen. Und wer behauptet, dass jetzt hier ein Polizeistaat im Entstehen ist, der ist ein böser Verschwörungstheoretiker, bis dann Edward Snowden kam, ja, und gezeigt hat, dass das, was damals zu DDR-Zeiten Horch und Guck Stasi war, wirklich ein Kindergarten ist, verglichen zu dem, was NSA, CIA und die Dienste sich nach 9/11 herausgenommen haben und bis heute herausnehmen. Auch ganz aktuell Notstandsgesetze, die einmal erlassen werden, kriegt man nur ganz schwer wieder weg. Wir sehen das an diesen Antiterrorgesetzen, die bis heute gültig sind. Ja? Mhm. Und dem Überwachungsapparat, der entstanden ist und derjenige, der ihn aufgedeckt hat, Edward Snowden, muss im Exil leben und ist mit lebenslangem Gefängnis genauso bedroht wie Julian Assange, der die ganzen Afghanistan-Lügen aufgedeckt hat. Und wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass es so ein Ausnahmezustand, dass der Ausnahmezustand quasi verstetigt worden ist? Ja, das, wenn ich kurz rein darf, weil ich habe hier mal einen Vortrag gehalten bei dir in Leipzig, Robert, Ausnahmezustand 9/11. Das ist tatsächlich so, erstmal, was an Daniel Ganz auch immer erzählt, was aber viele Leute nicht auf dem Schirm haben, dass der NATO-Bündnisfall nach 9/11 ausgerufen wurde. Also das heißt, ich habe auch die Presseerklärung der NATO dazu verlinkt. Da steht dann drin, dass es sich um einen Angriff auf die Vereinigten Staaten handelt und aus dem Ausland und dass damit der Artikel 5 der NATO-Statuten gilt, also dass der Verteidigungsfall ausgerufen wird. Und das klingt jetzt erstmal sozusagen einfach als ein formaler Akt nach dem Motto, es ist ja auch der Krieg gegen den Terror ausgerufen worden. Daran angehängt sind aber die ganzen juristischen Möglichkeiten, die dann zum Tragen kamen und die sehr schnell zum Tragen kamen.
von denen wir, also das ist Telefonüberwachung, die komplett eingeführt wurde. Einwanderer können ohne Verdacht auf Terrorismus zeitlich unbegrenzt festgehalten werden. Das geht dahin, dass Bücher, die gekauft oder in öffentlichen Bibliotheken ausgeliehen werden, müssen gemeldet werden. Alle Daten über US-Bürger, ihre Kreditkartentransaktionen, E-Mails, Reisen, Buchkäufe, Telefongespräche sollten in einer gigantischen Datenbank des Verteidigungsministeriums zusammengefasst werden. Die sollte Total Information Awareness halten. Hat man dann umgedreht, hat es aber trotzdem gemacht. Also de facto hat es das dann gegeben. Und das ist eben diese, das ist das eine. Das andere ist ein Begriff, der heißt eigentlich, also ist bekannt unter Continuity of Government. Das heißt, im Falle eines Nuklearkrieges, wenn die USA großflächig zerstört sind, muss trotzdem die Regierung weiter arbeiten können. Und dafür hat man Vorsorge getroffen. Und diese Continuity of Government wird ausgelöst nach 9/11. Das heißt, das, was man als auch als Deep State bezeichnen könnte. Das ist nicht genau das, aber es ist eine parallele Regierung, die dann in Bunkern und sowas untergebracht wird. Und da gibt es eine Parallelregierung zu der Regierung. Das ist sehr interessant, wenn man sich die Aktionen von Rumsfeld und Cheney anguckt unter diesem Gesichtspunkt, die dann über diese Parallelstruktur gearbeitet haben, die auch teilweise bereits ausgelöst wurde bei dem Mord an Präsident Kennedy. Und was ich jetzt vollkommen frappierend finde, die ist jetzt das erste Mal richtig, es ist, wir wissen aber nicht genau, ob das wieder wann und wann, wie dieser Plan aussieht. Da haben selbst Senatoren haben angefragt, was denn jetzt eigentlich dahinter steht und was die Regelungen sind, die getroffen wurden. De Fazio verlangte das, also 2019 ist der Artikel, und der kriegt keine Antwort. Und das Parlament kriegt nicht die Unterlagen, was dort eigentlich für Regelungen getroffen sind. Wir kennen Guantanamo, wir kennen Abu Ghraib, wir kennen diese Enhanced Interrogation, wir kennen die Foltergefängnisse in den ehemaligen Ostblockstaaten und im arabischen Raum. All das ist juristisch möglich geworden durch sozusagen diese Erklärung des Ausnahmezustands. Und was jetzt wirklich abgespaced ist, offiziell haben wir diese Continuity of Government, ist das ausgelöst worden jetzt mit der Pandemie. Also das heißt, in den USA hat Trump, das ist ganz offiziell, hat er gesagt, es besteht die Gefahr, dass Teile der Regierung von der Pandemie dahingerafft werden. Und da ist jetzt zum ersten Mal offiziell nachprüfbar diese Continuity of Government, also das heißt diese Parallelregierung, eingeführt worden. Was wiederum ein Hinweis ist, zusammen mit den ganzen Dingen, die jetzt ablaufen, dass es dieser Ausnahmezustand, von dem Matthias eben geredet hat, erneut eingeführt wird, um eine sozusagen politische Überformung der Demokratie durch diese Ausnahmezustandsregeln hinzukriegen. Also das heißt, es gibt eine wirkliche Parallelität zwischen 9/11 und der Pandemie, wie sie genutzt wird. Jetzt muss ich mal kurz fragen, also Parallelregierung, heißt das, der Joe Biden hat nichts zu melden oder was? Nein, das heißt es nicht. Das heißt, es gibt eine zweite, unabhängige, mit einer Kommunikationsstruktur ausgestattete, versteckte Regierung, die aber eingreifen kann. Und das ist vielleicht, ich weiß nicht, Matthias, wie viel du, Peter Dale Scott hat hier zu Continuity of Government. Peter Dale Scott hat dieses ZOG, C-O-G, ja, Continuity of Government, hat Peter Dale Scott, einer der besten auch 9/11-Forscher, und auch eben JFK, da habe ich ja auch viel zugemacht, der hat es eben erwähnt, dass eben Absprachen nach dem Mord an Kennedy eben auch über die geheimen militärischen parallele Kommunikationskanäle gelaufen sind. Und wir wissen bis heute nicht, ob und welche Strukturen dieser sozusagen Notfallparallelregierung, die nach 9/11 ausgerufen wurde. Das Konzept dafür wurde übrigens schon in den 80er Jahren entwickelt von unter anderem Dick Cheney, Donald Rumsfeld unter Ronald Reagan. Also genau die beiden Typen, die dann nach 9/11 oder an 9/11 aktiv sind. Rumsfeld merkwürdigerweise hampelt auf dem Rasen vor dem Pentagon damals rum, ja,
gesagt, könnt ihr alles nochmal nachlesen. Das ist alles völlig verrückt. Aber das sind die beiden. Und Dick Cheney ist ja auch dann derjenige im Bunker. George W. wird 2,5 Stunden erstmal in der Air Force One irgendwie durch die Gegend geflogen und kommt erst am Abend nach Washington zurück, angeblich, weil es zu gefährlich ist. Währenddessen zieht Dick Cheney die Strippen in dem Regierungsbunker. Und ja, niemand weiß, wann dieser Zustand dann tatsächlich wieder aufgehoben wird, wie viel von solchen parallelen Entscheidungs- und Kommunikationsstrukturen erhalten geblieben sind. So wie jetzt auch niemand weiß, was jetzt mit der Pandemie, dass man das jetzt wieder ausgerufen hat und dass jetzt möglicherweise, ja klar, Joe Biden ist noch der Präsident, aber Entscheidungen werden woanders getroffen und dann führt er aus. Ja, das kann durchaus sein. Und jetzt, was eben Dirk hat es auch am Anfang angesprochen, was finde ich ein ganz entscheidender Punkt ist, ja, dieser NATO-Bündnisfall, das ist das erste Mal, dass der ausgerufen wurde. Der ist ja auch bis heute nicht zurückgenommen. Wir sehen jetzt, was für ein Debakel der Afghanistan-Krieg war. Nicht für den militärisch-industriellen Komplex, für den war es ein wahrer Segen. Aber dass all das, was mit diesem Krieg erreicht werden sollte, also weder wurde der Terrorismus beseitigt, noch wurden Nation-Building, Demokratien, Infrastrukturen etc. in diesem Land oder in den anderen Ländern, die danach angegriffen wurden, durchgeführt. Also wir sehen es jetzt, aber der Bündnisfall Afghanistan, wie geht das jetzt weiter? Wer wird da überhaupt jemand? Wir haben es letzte Mal schon gesagt, es wird niemand zur Rechenschaft gezogen. Das ist doch das Verrückte an diesen Kriegen. Dass also jeder von uns, der in irgendeinem Job tätig ist, der so was tut, der wird zur Verantwortung gezogen, wenn du so ein Mist baust, wenn du 20 Jahre lang die Lage angeblich völlig falsch einschätzt, wenn du 20 Jahre lang in den Medien Bullshit verbreitest über diesen Krieg, ja, ja, und jetzt, ja, es ist nicht so gelaufen, wir konnten leider nicht und so, jetzt, ja, schwamm drüber und weiter in den nächsten marschieren, so läuft es. Und bei 9/11 ist es so, es wird deswegen so das Narrativ so mit auf Biegen und Brechen verteidigt, das Offizielle, weil in dem Moment, wo du anfängst, Zweifel zu hegen, geht eine Büchse der Pandora auf. Und das gilt auch für dieses FBI-Dokument. Also wenn du anfängst, diese Saudi-Connection näher zu untersuchen, ja, dann geht dir auf, ja, da sind ja noch ganz andere, da sind die Pakistanis noch im Boot, da ist der Mossad mit drinne und die CIA hat überall die Finger drin. Ja, das darf natürlich nicht bekannt werden. Und die berechtigten sozusagen Zweifel an der offiziellen Hypothese würden ja dann möglicherweise dazu führen, dass man erkennt, oh, war denn nicht nur der gesamte 20 Jahre Krieg in Afghanistan eine Lüge, sondern war denn schon der Ausgangspunkt auch eine False-Flag-Operation, die mit gelegten Spuren initiiert worden ist. Das dürfen wir nicht denken heute, das darf niemand denken. Wir sind Untertanen der großen freiheitlich-demokratischen Supermacht und der irgendetwas Böses zu unterstellen, das darf nicht sein. Und von daher muss man damit rechnen, wenn man das tut oder wenn man nur vorsichtige Zweifel an ihren Verlautbarungen äußert, dass man abgestraft und abgemahnt wird und dann auch, wie wir es gerade besprochen haben, öffentlich-rechtlich auf jeden Fall nicht mehr tragbar ist. Reden wir doch mal über Afghanistan und wie das... Robert, ich will eine Sache, weil ich das wirklich spektakulär finde. Ich habe ja diesen von Intel News.org, das ist eigentlich eine Webseite, die sich also Geheimdienst, eine sehr solide Informationswebseite, die beziehen sich auf einen Artikel von Newsweek, in dem die Überschrift ist, dass
dieses Innere des Top-Secret-Militärplans, was passiert, wenn der Coronavirus unsere Regierung lahmlegt. Und da steht, laut Newsweek gibt es jedoch jetzt above Top-Secret-Notfallpläne, falls die verfassungsmäßigen Machtnachfolger des Landes durch die Pandemie handlungsunfähig sind. Das ist das, was jetzt, wo ich sagte, die Parallelität. Standby-Befehle wurden für eine Reihe von Plänen unter dem US Northern Command erteilt, das als Reaktion auf die 9-11-Angriffe als militärische Behörde für die Heimatverteidigung geschaffen wurde. Diese Operationen tragen die Codenamen Octagon, Freejack und Zodiac, sagte Newsweek, und umfassen Conplan 3400, Heimatverteidigung, wenn die USA selbst das Schlachtfeld sind. Conplan 3500, Verteidigung ziviler Behörden im Notfall, und 3600, Verteidigung der National Capital Region vor einem Angriff. Newsweek fügte hinzu, dass der Verteidigungsminister Mark T. Esper NORTHCOM autorisiert hat, sich zur Unterstützung dieser potenziellen außergewöhnlichen Missionen auf den Einsatz vorzubereiten. Wir reden hier von der Pandemie. Ja? Dazu gehört auch die Möglichkeit einer Form des Kriegsrechts, bei dem Militärkommandeure in den gesamten USA Exekutivbefugnisse erhalten würden, bis eine neue zivile Führung entstehen würde. Also das heißt, 9-11 wird transformiert, ja, in diese Aktivitäten, die jetzt bei Covid-19 laufen. Und das sollte man sich sozusagen mal genau angucken. Das heißt, was ist passiert nach 9-11? Und offenbar wird diese Gesundheitskrise genutzt, um diese Ausnahmezustandsregelung in einer verschärften Version mit den Verschärfungen, die durch 9-11 möglich geworden sind, neu aufzubauen. Also das jetzt zu Afghanistan. Ja. Covid-19-11. Oh, der immer krasser hier. Ja, so, wie geht's denn da jetzt weiter? Was ist mit Afghanistan? Dirk, du hattest ja auch noch einen interessanten Artikel von Newsweek, wo es um die Uiguren geht. Ja, ich meine, wir hatten in der letzten Sendung ja darüber schon gesprochen. Also das heißt, meine Witterung war, weil die Uiguren sind ein Turkvolk und die sprechen ja immer von Khorasan. Das ist ein Gebiet, was viel größer ist als Afghanistan, in dem diese türkisch, also die, mir ist gesagt worden, sozusagen das, was ich gehört habe, dass ein Uigure einen Türken versteht, wenn er redet. Ja, das ist eben dieselbe Sprachfamilie, aus dem das kommt. Und darüber definieren die sich und die wollen jetzt Krieg führen, um die Uiguren wollen sich befreien, und in diesem Artikel wird auch gesagt, dass sie gesagt haben, wenn wir nicht von den Chinesen befreit werden, dann ist die Konsequenz daraus, dass wir es gewaltsam machen werden. Und dort gibt es jetzt, die Uiguren werden also in einer Mujahedin-Reloaded-Version, werden in Stellung gebracht von, das ist jetzt die Frage, wer das unterstützt. Also dort sind jetzt unsere islamistischen Kräfte, dann gibt es wieder Leute zum Teil in Pakistan, die da drin sind. Und es ist eine interessante Zwickmühle, weil die Chinesen, die Angst haben vor diesem exportierten Terror der Uigurenbewegung, die zum Beispiel hier in Deutschland seit den alten Gehlen-Zeiten bereits anwesend ist und die hier eine große Unterstützung hat. Das sollte man in Deutschland vielleicht mal untersuchen, vielleicht vom ZDF, kleiner Scherz, ja. Also wie wir damit drinstecken, aber die Uiguren sollen jetzt genutzt werden, um gegen China in Stellung gebracht zu werden. Und die hat ziemlich viele interessante Verwerfungen, weil die Taliban werden jetzt unterstützt von der chinesischen Regierung, die Einfluss nehmen will. Die Taliban brauchen ja, die haben ein Riesenproblem. Nach einem anderen Aufsatz, den ich auch verlinkt habe, gibt es nicht nur ein militärisches Problem, sondern die Taliban haben jetzt entdeckt, dass sie in den 20 Jahren, in denen die Amerikaner waren, komplett am amerikanischen Finanzapparat hängen. Das heißt, die können erwürgt werden, ihre gesamte Wirtschaft kann erwürgt werden, weil sie in all diesen Strukturen drin hängen und nicht unabhängig sind. Die Chinesen wollen natürlich, dass die Taliban ihnen nicht die Uiguren auf den Hals hängen, und unterstützen die Taliban. Die Taliban verhandeln mit der chinesischen Regierung und sagen nach außen zu jedem, sie sagen, niemand wird von Afghanistan aus terroristisch aktiv werden können, weder gegen Russland, noch gegen die USA, noch gegen China. Sie versuchen ja, ihre Macht jetzt zu konsolidieren und müssen nach außen sagen, also an alle sozusagen Parteien, sagen sie, wir werden keine Terrorismus-Ausbildungslager beherbergen.
Aber es gibt jetzt unterschiedliche Interessen, ob man will, dass es Terroristen gibt. Die Amerikaner haben sehr großes Interesse daran, dass es Terroristen in Richtung China gibt, nach Xinjiang, dass diese Uiguren unterstützt werden. Die Chinesen haben überhaupt kein Interesse daran und versuchen das mit sozusagen staatlichen Verhandlungen durchzubringen. Und aus amerikanischer Sicht ist diese Situation hochinteressant. Und das sollten wir uns genau angucken, ob wir so eine Art Afghanistan-Reloaded-Situation haben, die ja auch dazu führte, dass, weil man sich mit diesen Leuten verbunden hat, hatte man dann diese anderen Probleme. Das heißt, man hat die Sowjets besiegt, aber man hatte dann die islamistischen Attentäter auf der anderen Seite an der Backe, weil diese den Slogan hatten, weder Sowjets noch Amerikaner. Solange die Sowjets da waren, war das im Sinne der Amerikaner. Als die Sowjets weg waren, wurden sie halt zum Ziel dieser Leute, die aber gleichzeitig von ihren Verbündeten, den sie sich geholt hatten, nämlich Saudi-Arabien, die sie unterstützt haben, indem sie den Ölpreis gesenkt haben, womit man die Sowjetunion kaputt gekriegt hat, die Einnahmen der Sowjetunion beseitigt hat und gleichzeitig die Mujahedin mit Geld unterstützt hat. Das sind die zwei Sachen. Damit sind die Saudis zu Alliierten geworden, aber die haben jetzt auch eigene Interessen. Und wir sehen an der Veröffentlichung der Dokumente, dass das Verhältnis zwischen den Amerikanern und den Saudis wahrscheinlich nicht mehr ganz ungetrübt ist. Also das sind hochinteressante Entwicklungen, über die wir, wenn man was wissen will, im dritten Jahrtausend könnt ihr was darüber erfahren. Ich habe in der deutschen Presse dazu nichts gefunden. Den Artikel aus Newsweek werden wir verlinken. Und dort ist ein Exklusivinterview mit dem Chef der uigurischen, wie heißt das jetzt, die haben so einen komischen Namen, East Turkestan Islamic Movement, also Ost-Turkestan. Das heißt, das betrifft die meisten Terroristen in Russland, sind ja auch aus diesen Grenzgebieten, also Turkmenen, ja, sind da stark vertreten. Das hat seine Wurzeln in diesem Afghanistan-Konflikt und wird jetzt auf China projiziert, weil China in diesem Wechsel der Zielstellung ist es eben nicht mehr der Mittlere Osten, Afghanistan als Hauptgebiet der Einsätze, sondern das wandert Richtung China. China ist der neue Feind und danach wird alles neu sortiert. Ja, und da kommt bei den Turkmenen, kommt dann eben auch noch unser Freund Erdogan mit ins Spiel, ja? Exakt. Der da ja auch in Syrien bei Idlib und IS und so. Also da ist dann jetzt auch noch sozusagen der innerarabische, oder er will ja das gerne wieder ottomanisch alles, ja, eben von gestalten. Dieser Konflikt ist da auch noch drin. Also Erdogan unterstützt potenziell diese Uiguren bei ihren separatistischen Bemühungen in China. Ja, also der hängt da auch mit drin. Ja, der hängt in Syrien mit drin in der Situation. Ja. Wichtiger, ja. Und er hängt bei der Uiguren-Situation mit eigenen Interessen. Auch das kompliziert die Sache. Kompliziert Erdogan die Lage. Ja. Genau. Genau. Hm. Tja. So, okay. Kommen wir doch mal zu der Frage, wir hatten ja das letzte Mal schon gesagt, Julian Assange hat ja schon vorhergesehen, wie dieser Afghanistan-Krieg endet und beziehungsweise verlaufen wird. Ja, das genau. Video dazu ist inzwischen viele, viele Male geklickt worden. Und bevor wir jetzt dazu kommen, wollte ich dich mal fragen, Matthias, gibt es dazu hier irgendwas Neues eigentlich? Nein, es gibt hier, wie gesagt, den Termin jetzt Ende Oktober. Dann wird es vor dem High Court weitergehen. Wie gesagt, hier das kleine Video, der hat mittlerweile, den haben wir in der letzten Sendung gehabt, 3 Millionen Views da auf Twitter. Weil da sagt er, ja, das Ziel ist, Steuergelder in die Taschen von militärisch-industriellen Komplex, Transnational Security Elite, zu schaufeln. Das Ziel ist ein endloser Krieg, kein erfolgreicher Krieg. Und genau das erleben wir gerade. Und dann haben wir dazu auch noch einen Link von einem neuen Artikel von Daniel Ellsberg, Alice Walker und Noam Chomsky, also so drei führende sozusagen Bürgerrechtler der USA, die sagen, warum verfolgt eigentlich Biden jetzt auch noch Assange und schlägt diese Anklage nicht nieder.
der nichts als die Wahrheit über den Afghanistan-Krieg publiziert hat. Ja, also drei, Daniel Ellsberg damals mit den Pentagon Papers, derjenige gewesen, der mit dazu beigetragen hat, dass die Lügen des Vietnamkriegs aufgeflogen sind. Ja, ja, und nichts anderes hat Julian Assange getan. Und ja, die demokratische Regierung verfolgt ihn dafür genauso wie vorher der Republikaner Trump und wie auch alle anderen Kollegen vorher. Dass es jetzt endlich an der Zeit ist, wo dieser Afghanistan-Krieg ja jetzt vor aller Augen als eben nicht ein erfolgreicher Krieg und schon gar nicht einer für Demokratie und Menschenrechte, sondern als ein Spektakel sichtbar wird, eine Katastrophe, die allein dem militärisch-industriellen Komplex und der Rüstungsindustrie genützt hat und sonst kein Menschen auf der Welt 250.000 Leichen hinterlassen hat. Also angesichts dieses Schreckens, den Mann, der die Wahrheit darüber vor 10 Jahren schon publiziert hat, weiter im Gefängnis zu halten, ist einfach pervers. Und ja, deshalb müssen wir jetzt auch gerade ja im Zuge vom 11. September und dem Afghanistan-Krieg das ist umso lautstärker fordern, dass Julian Assange endlich in Freiheit gehört, statt diesen unsäglichen Prozess um seine Auslieferung weiterzuführen. Es ist ja in Wirklichkeit ein Kampf gegen die Wahrheit. Also das heißt, wir können das ja anhand dieser Sendung gut zeigen, anhand deiner Bücher, die du geschrieben hast über 9/11, anhand Julian Assange, der vor 10 Jahren diese Papers veröffentlicht hat, die Afghanistan Papers, Ellsberg, der den Artikel schreibt, der im Vietnamkrieg die Vietnam Papers veröffentlicht hat. Dieser Krieg des Staates gegen die Wahrheit, die ihm nicht gefällt, wird auf allen, über alle sagen Möglichkeiten, ist eine Full-Spectrum-Dominance, die gesucht wird. Und auf deutscher Seite ist eben sowas wie die Tagesschau gehört zu den Hilfstruppen dieser Kohorte. Ah ja, klar. Betreiben keinen Journalismus, sondern sie betreiben die PR des Imperiums. Und das sollte klar benannt werden. Ich finde übrigens, weil wir haben mehrmals jetzt in dieser Sendung Newsweek gezeigt, die als Publikation deutlich interessant geworden ist. Die haben eine ganze Menge von solchen interessanten, abweichenden Artikeln jetzt mittlerweile. Mir ist das nur aufgefallen bei der Suche nach, wer bringt Hintergrundinformationen, wie dieses Interview mit den Uiguren. Also das ist nicht in einer bestimmten politischen Richtung, sondern das ist einfach sehr interessanter Journalismus, den ich da jetzt gesehen habe. Das ist eigentlich ein Hoffnungszeichen. Aber sowas haben wir in Deutschland auf der Alternativmedienseite, also das heißt bei Multipolar, bei den Nachdenkseiten, bei uns sozusagen bei Free21, aber nicht in diesen sogenannten Qualitätsmedien, die man als Großmedien bezeichnen soll. Dort findet das nicht statt. Stattdessen werden die Leute wie Julian Assange oder auch Snowden, also das heißt die Boten, die Überbringer dieser wirklich wichtigen Wahrheiten, müssen ins Exil, müssen als Dissidenten ins Exil oder werden mit 175 Jahren Strafe und einer eigentlich Vernichtung der Person bedroht. Das sind die Zustände, die wir mittlerweile erreicht haben. Das muss einem klar sein. Julian Assange ist deswegen so wichtig, weil er quasi die Erscheinungsform, die krasseste Erscheinungsform dieser Fehlentwicklung ist, die aber nicht sich auf ihn beschränkt. Er ist nur, das ist das Krasseste, was wir bisher gesehen haben, weil er auch so bedeutsam ist, weil sein WikiLeaks es eben ermöglicht hat, dass man in Reihe die Verbrechen angucken konnte, die dort begangen sind. Das heißt, er ist fundamental systemisch relevant für eine sich selbst reparierende Demokratie, aber für einen Staat, der das nicht will, ist er die größte Gefahr. Und daran können wir sehen, in welche Richtung wir gekommen sind. Und ja. 20 Jahre nach 9/11, es wurde ihm ja vorgeworfen, auch WikiLeaks vorgeworfen, ja, ihr seid doch auch nur eine CIA-Tarnoperation, weil ihr nichts zum 11. September veröffentlicht habt. Zum einen haben sie das teilweise, zum anderen ist das aber Quatsch, weil Was ist WikiLeaks? WikiLeaks ist eine Plattform, auf der Whistleblower, ohne die Gefahr zu laufen, sozusagen bekannt zu werden, mit ihrem Namen aufzutauchen, Material hinterlegen können.
Und wenn niemand Material auf den WikiLeaks-Servern hinterlegt hat, dann kann WikiLeaks auch nichts publizieren. Wenn es keine Chelsea Manning gegeben hätte, die diese Dinge aus dem Irakkrieg ihm zur Verfügung gestellt hat oder auf die WikiLeaks-Server hochgeladen hätte, ja, hätte das Collateral Murder Video nicht erscheinen können. Und was aber klar ist, wenn, und deshalb habe ich WikiLeaks immer verteidigt und unterstützt, auch gegen solche Vorwürfe aus der sozusagen 9-11-Truther-Szene, die gesagt haben, ja, der gehört doch auch, der macht ja nicht mit. Er hat kein Material, dann kann er auch nichts veröffentlichen und er hütet sich, was wir alle tun müssen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Kurzschlüsse zu veranstalten. Also wir haben irgendwas, wir haben den saudischen, den israelischen, den pakistanischen Geheimdienst und daraus jetzt dann wieder ein Sündenbock zu stricken, das ist falsch. Sowas hat WikiLeaks auch nie getan. Und dass jetzt nach 20 Jahren auch noch die Zweifel, sozusagen vorsichtige Zweifel, wie in meinem doch hochseriösen Kommentar, also nicht nur wegen dem Jackett, ja, das ist doch nichts Unanständiges, oder was ich da erzähle, ja, sondern ich begründe das, warum ich Zweifel habe an der Sache, dass selbst das nicht mehr, das zu gefährlich ist und eine rote Linie bedeutet für die öffentliche, das ist doch wirklich deprimierend und erschreckend. Ja, aber da arbeiten wir ja dagegen aktiv und eine Art, wie wir dagegen aktiv arbeiten, ist, indem wir immer wieder auf interessante Bücher aufmerksam machen, von denen übrigens auffällig viele aus der Feder von Matthias Bröckers stammen. Warum auch immer. Was für ein Zufall. Einer Zufall. Und ja, ich habe doch mit euch vor 2 Jahren hier im dritten Jahrtausend nur angefangen, damit ich ein bisschen Promo für meine Ja. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass Matthias Bücher, insbesondere dieses, so dick sind, dass sie vielfältig genutzt werden können. Zum Beispiel als schlagkräftiges Argument in Diskussion, um Nägel in die Wand einzuschlagen oder auch Küchenschaben in der Ecke zu töten. Ja, ja, also, ihr habt es. Das Format Ziegelstein überschritten, glaube ich. Ne? Ja, ihr habt es ja, glaube ich, noch nicht, aber ich kann es ja mal in die Kamera halten hier. kann man das sehen? 7 Zentimeter Rückenstärke, ja. 1184 Seiten. Ich bekomme gerade eine Mail von einer Marietta S. aus Mainz, die sagt, wenn ich wollte, wie ich könnte, würde ich das Buch lesen und dann wäre ganz was anderes. Und ein C. Kleber, auch aus Mainz, sagt, ich hätte ja jetzt Zeit, darf ich bei euch mitmachen? Das ist doch fantastisch. Abgelehnt. Ja. Nee. Ein Riesenklopper, also jedenfalls. Ich würde nur das Buch lesen und dann wüsste er mehr über 9-11, wenig über Aliens, aber hätte eine höhere Informationsrate als bisher. Als bisher. Also in dem Buch hier, 1184 Seiten, sind die 3 Werke über 9-11 drin. Das erste von 2002. Das zweite, was ich mit Andreas Haus 2003 gemacht habe und das dritte, was 2011 zum 10. erschienen ist mit Christian Walter. Und ich bin sehr froh, die Bücher sind hier sozusagen unverändert und unkommentiert nachgedruckt. Ich habe da nichts dran redigiert. Da steht auch noch die eine oder andere Fehleinschätzung sicher drin. Aber es ist mein Tagebuch, was ich ja quasi am 11.9. während der ersten Übertragung begonnen habe und dann bei Telepolis veröffentlicht und dann ein paar Monate später daraus ein Buch gemacht habe. So fing das alles an. Also wer genaueres wissen will und vor allen Dingen, das habe ich im Vorwort, ich habe ein kleines Vorwort dazu gemacht, noch geschrieben, wer über die Diffamierungs- und Denunziationsvokabel Nummer 1, Verschwörungstheorie, beziehungsweise Verschwörungslegende, Ideologie und so weiter und so weiter und so weiter. Wer darüber was lernen will, wer da sozusagen auch Kompetenz erwerben will
in der Betrachtung von Medien und wie Medien Realität und Konsens produzieren, ja, der kann auf diesen fast 1200 Seiten viel lernen. Und deshalb haben wir uns gesagt, wir verlosen 5 Stück davon dieses Mal. Genau, das heißt, ich kann nächste Sendung wieder singen. Ja, und da kommt wieder so Dankeschreiben, wie sexy wir alten weißen Männer sind. Ja, du noch nicht, ja, aber wir ja, gehören ja schon zu der. Komm da auch mal hin, wenn ich groß bin. Ja, genau. Ja. Wir haben 5 Exemplare dieses Buches, die wir jetzt gern verlosen möchten unter euch. Es ist, wie gesagt, sehr umfangreich einsetzbar. Wenn man genug davon kauft oder gewinnt, kann man davon vielleicht sogar Häuser bauen. Da muss man allerdings schon ein bisschen was kaufen. Aber ihr müsst nicht kaufen. Wenn ihr Glück habt und ein Buch gewinnt und wir haben eine Preisfrage. Und die Preisfrage, soll ich die vorlesen oder möchtest du die vorlesen, Matthias? Nö, das bist du der Moderator, okay, du musst ja auch singen, ja. Du bist der Quiz-Onkel. Okay, also Preisfrage. Unter welchem CIA-Decknamen wurde Osama Bin Laden Mitte der 80er Jahre in den USA militärisch geschult und kaufte Waffen ein? A. Oscar Bin. B. Tim Osman oder C. Lawrence Laden? Ich wiederhole die Preisfrage. Unter welchem CIA-Decknamen wurde Osama Bin Laden Mitte der 80er Jahre in den USA militärisch geschult und kaufte Waffen? A. Oscar Bin. B. Tim Osman oder C. Lawrence Laden? Die richtige Antwort bitte wie immer an die eingeblendete E-Mail-Adresse 3000@exomagazin.tv und die 5 glücklichen Gewinner werden wir in der kommenden Sendung verlosen. Nicht wahr? So, musikalisch auf Abend, ja. Freue ich mich schon drauf. Wir können ja mal Vorschläge machen, was du singen sollst, Robert, oder? Du möchtest auf jeden Fall was Romanisches, ne? Französisch, Spanisch. Das Französische kam sehr gut das letzte Mal. Ich kann kein Portugiesisch. Ich habe euch ja dann noch den Link geschickt zu dem Originallied. Wie fandet ihr das eigentlich? Ja, also ich bin jetzt kein großer Fan, aber ich fand es tatsächlich interessant. Also das Französische ist gefühlvoller als diese englischen Varianten. Ich habe aber nämlich ein ganz tolles Lied auf Spanisch gefunden. Das werde ich dir schicken. Ich will mal gucken. Ob er das hinkriegt. Ob er das hinkriegt. Super. Por eso se oye este refrán, que viva España. Gut. Nee, so nicht. Es ist wirklich, ich war total beeindruckt. Ja, ich bin, also mal schauen. Ja, schick's mir mal. Bin gespannt. Okay, so, also. Es war wieder eine große Freude, mit euch die Sendung zu machen. Macht's gut, ihr beiden. Viel Spaß noch im 100. Stock. Hoffen wir, dass nichts einschlägt. Und viel Spaß im Erdloch in Kabul. Und kommt da angeflogen? Nein, oh, schnell, komm, wir müssen schnell Schluss machen. Macht's gut, alles okay. Gute, schönes, langes Leben noch. Wir sehen uns in der nächsten Sendung wieder. Tschüss, Dirk, tschüss, Matthias. Ciao, ciao. Und euch auch vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wie immer bitte ich euch darum, teilt und liked diese Sendung. Ladet sie runter, ladet sie gern woanders wieder hoch, teilt sie, soweit es geht, denn wir finden, dass das keine schlechte Idee ist, alternative Meinungen zu hören und Informationen aus alternativen Quellen zu erfahren. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns hoffentlich bald wieder hier im 3. Jahrtausend. Macht's gut. Ciao.